Herzlich willkommen an der Cultures Akademie. Heute spreche ich mit Heike Kauls. Heike, du bist Konflikttransformatorin und du arbeitest mit der Methode systemischer Aufstellungen und sagst, dass sie zu Konflikttransformation sehr gut geeignet ist. In unserer Cultures Akademie gibst du den Kurs zur Konfliktfähigkeit und Konfliktbewältigung. Dein Kurs heißt Das scheinbar unlösbare Lösen. Konflikte und ihre Bewältigung im interkulturellen Kontext. Lass uns ein bisschen über Konflikte sprechen. Haben Konflikte einen Sinn, Heike? Das ist etwas Unangenehmes. Haben sie einen Sinn? Ja, natürlich haben sie einen Sinn, sonst würden sie ja gar nicht geschehen und wären nicht so vielfältig vertreten in unserem Leben. Leider ist es so, oder was heißt leider? In der Regel ist es so, dass Menschen das eher unangenehm finden, wenn sie einen Konflikt haben, sei es jetzt mit sich selbst oder mit anderen, weil Konflikte in unserer Gesellschaft einfach als was sehr Negatives bewertet werden. Tatsächlich sind aber Konflikte an sich wertfrei. Die Unannehmlichkeiten mit den Konflikten, die entstehen im Prinzip erst dadurch, dass wir ihnen eine Bedeutung zumessen, dass wir sie bewerten. Der Sinn davon, warum wir immer wieder in Konflikte kommen, sei es mit uns selbst oder eben mit anderen, ist der, dass wir dadurch angeregt oder angehalten werden, uns weiterzuentwickeln. Weil wenn wir keine negativen Incentives hätten, dann würden wir wahrscheinlich tendenziell eher dazu neigen, uns es im Liegestuhl bequem zu machen und eben uns nicht von der Stelle zu bewegen. Also das heißt, Konflikte selber sind nicht so problematisch, sondern die Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe. Ob ich sage, es ist was Gutes oder was Schlechtes und ob ich mich davor fürchte vielleicht auch. Und der Sinn tatsächlich ist der von Weiterentwicklung. Darum geht es schlussendlich. Ist es das, was Menschen über Konflikte nicht begreifen? Also wenn du jetzt eine Sache nennen müsstest, was begreifen Menschen über Konflikte nicht? Was wäre das? Ja, das ist, ich würde es jetzt nicht so pauschal sagen, dass Menschen grundsätzlich Konflikte nicht begreifen. Es ist eher, dass sie es als unangenehm empfinden, weil es eben eine negative Bewertung hat. Und wenn man zum Beispiel, also was ich in Trainings ganz oft am Anfang von Coaching-Situationen oder eben Konfliktsituationen mache, ist, dass ich Menschen assoziieren lasse. Was fällt dir zum Thema Konflikt ein oder zu dem Begriff Konflikt? Und dann passiert Folgendes, dass du vielleicht 3, 4 Personen hast, die etwas Negatives sagen, also dass es Stress auslöst, dass man Angst davor hat, sich zu zeigen oder andere vielleicht auch schlecht zu behandeln. Und je länger man das macht in einer Runde, desto mehr positive Rückmeldungen kommen tatsächlich, nämlich, dass Menschen sagen, naja, das ist ja auch nötig, um eine Klärung herbeizuführen, um sich einen Selbstausdruck zu geben, um eine Lösung zu finden und so weiter. Und das ist das Schöne daran, dass wenn man mit Menschen in einen Prozess geht über das Thema, dass sie sehr wohl erkennen, was das Sinnvolle oder Positive daran ist, aber dass es eben ein bisschen dauert. Von daher würde ich nicht sagen, dass es nicht generell verstanden wird, sondern eher, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema um? Und wie kann ich Menschen daran führen, dass es nicht mehr so angstbesetzt ist? Wann und wie merke ich denn eigentlich, okay, es ist soweit, ich muss jetzt etwas für meine Konfliktfähigkeit tun? Also ich muss mich jetzt mit dem Thema befassen. Woran merke ich das für mich? Also in meiner Coaching-Praxis ist es ganz oft so, dass Menschen kommen, die wiederkehrende oder sich wiederholende Themen haben. Also ich sag mal, entweder, dass sie sehr häufig in Konflikten sind und keine Lösung dafür finden. Oder dass sie wiederkehrende Lebensthemen haben, wo sie nicht wissen, wie sie die bewältigen können, beispielsweise. Und da ist es eben so, dass Menschen dann kommen und ich sag mal, das Merkmal der Wiederholung und der Hilflosigkeit im Grunde genommen
damit gut umzugehen und eine Lösung zu finden, das ist meist der Anlass, warum Menschen sagen, ich nehme ein Coaching oder ich nehme jetzt einen Kurs oder ich gucke mir überhaupt mal das Thema näher an. Also was ist damit einfach los? Und wenn man anfängt, tiefer reinzugehen, dann kommt man eben zum Beispiel zu solchen Fragen, die ich ja immer wieder stelle. Was ist denn eigentlich dein Konfliktmuster in einer Konfliktsituation? Wie verhältst du dich grundsätzlich? Die meisten Menschen können das erstmal gar nicht beantworten. Also, und da schauen wir dann hin, dass wir zum Beispiel, dass ich sage, bist du eher jemand, der sich auseinandersetzt, also der zum Beispiel auch in den Kampf geht, also seine Position verteidigt, oder bist du eher jemand, der Konflikte vermeidet, also sich zurückzieht? Und das löst ganz oft schon Aha-Effekte aus, dass Menschen für sich die Idee bekommen, ach so, darum mache ich das so und so. Oder deswegen verhalte ich mich so und so. Und das ist sozusagen das Entree, dafür überhaupt eine Idee davon zu bekommen, warum ist das überhaupt ein Thema für mich? Dass Konflikte oder Themen, ich will es mal so sagen, dass Lebensthemen immer wieder zu mir kommen. Und dann hat man eben auch einen Anknüpfungspunkt, da weiterzugehen und zu schauen, was möchtest du selbst verändern? Wo gibt es vielleicht auch Hürden? Und wie kann ich als Coach oder eben auch als Trainerin, wie kann ich dabei behilflich sein? Gibt es eigentlich einen Tipp, den du immer wieder und immer wieder gibst? Wirklich am öftesten, immer wieder und immer wieder? Naja, also das Erste ist tatsächlich das, was ich eingangs auch gesagt habe, also zu versuchen, einen Konflikt bei etwas wertfreier zu betrachten. Weil er wird problematisch dadurch, dass ich ihm einen Wert zumesse. Weil er ist an sich erstmal etwas Neutrales, was wir Menschen brauchen, um zu wachsen, sage ich mal, persönlich uns zu entwickeln. Und deswegen ist das für mich das Wichtigste, im Grunde genommen zu sagen, was will dir der Konflikt eigentlich sagen? Warum geschieht das immer wieder? Und nicht so sozusagen so angstbesetzt darauf zu schauen, sondern immer wieder bei sich zu gucken, ach so, was könnte das eigentlich sein? Worauf will mich das Thema aufmerksam machen? Was steht eigentlich dahinter? Und ich denke, das Zweite, was auch extrem wichtig ist, das erstmal so anzunehmen. Was meine ich mit das so anzunehmen? Oft ist es ja so, dass wir sehr spontan in einer Konfliktsituation reagieren, also zum Beispiel zurückschlagen, weil wir sauer sind, wie der andere reagiert hat oder uns zurückziehen. Und was sehr oft hilft, wenn man in der Akutsituation ist, dass man erstmal dreimal tief durchatmet, bevor man überhaupt reagiert. Und wenn man mehr Zeit hat, ich sage ganz oft meinen Klienten, einmal drüber schlafen und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also, dass man aus dieser unmittelbaren emotionalen Betroffenheit, die man ja sehr stark in Konflikten hat, erstmal rauskommt und etwas neutraler auf die Situation schauen kann. Das ist tatsächlich etwas, was ich Menschen sehr oft mit auf den Weg gebe, bevor wir tiefer schauen. Was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass das immer wieder stattfindet? Wie baust du eigentlich deinen Kurs auf? Erzählt jeder erstmal, was er für Konflikte hat und dann schaut er das an oder trägst du was vor? Wie ist das aufgebaut? Also wir machen ja einen Online-Kurs und das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich das so mache. Und da habe ich mir überlegt, das muss ich wahrscheinlich ein bisschen anders gestalten, als wenn ich jetzt in Präsenz mit Menschen arbeiten würde, da wäre es tatsächlich so, dass ich erstmal quasi abfrage, mit was für Themen kommen die Leute eigentlich, um mir selber einen Überblick zu verschaffen. Jetzt für den Online-Kurs würde ich es tatsächlich so machen, dass ich eine Unterteilung habe in verschiedene Module und dann jedes Mal es am Anfang einen Input zu den Modulen gibt, also zum Beispiel, was ich gerade genannt habe, was sind meine Grundmuster oder was ist mein Grundmuster in einer Konfliktsituation. Ich erzähle ein bisschen was darüber, sodass die Menschen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon eine Idee davon bekommen, worum geht es da eigentlich und dann bei sich schauen können, okay, also mit der Frage, es gibt verschiedene Grundmuster, was ist eigentlich mein Grundmuster in einer Konfliktsituation?
Also das heißt, es wird eine Mischung sein aus Inputs von mir zu dem Thema, mit denen die Menschen auch weiterarbeiten können und was man auch jeden Tag im Alltag immer wieder neu anwenden kann, zu gucken, aha, wie verhalte ich mich gerade, ne? Also als Reflexionstool im Grunde genommen. Und aber auch im zweiten Schritt sehr konkret an den Themen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen. Also wirklich zu gucken, wie verhalte ich mich, was sind meine Konfliktsituationen, was sind eigentlich die Probleme, die für mich damit verbunden sind, wo will ich hin, also was soll am Ende des Kurses für mich besser sein als jetzt am Anfang, das werden wir da alles erörtern. Wie sind eigentlich Konflikte zu deinem Fachgebiet geworden? Hast du selbst viele gehabt? Hast du Konflikte gesucht? Haben sie dich gefunden? Wie ging das eigentlich? Ja, also das ist eine sehr schöne Frage. Also ich würde grundsätzlich aus meiner Erfahrung und also meiner persönlichen Erfahrung, aber auch als Coach würde ich sagen, entsprechend des Gesetzes der Resonanz, also wir ziehen alles an, Themen, auf die wir resonieren, sind natürlich die Themen auch zu mir gekommen und ist auch das Thema Konflikt zu mir gekommen, weil ich, als ich noch eine junge Frau war, selber sehr viele Konflikte hatte in meiner Familie, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen und ich war irgendwann so müde, weil es natürlich auch sehr kraftraubend ist und ich wollte wissen, warum und ich wollte wissen, wie ich es anders machen kann und wie ich es besser machen kann für mich und wie ich zu Lösungen kommen kann und wie ich Konflikte wirklich lösen kann. Das war mir wirklich wichtig. Und dann bin ich auf eine ganz persönliche Reise gegangen. Also ich habe nach Lehrern gesucht, die mich begleiten können und von denen ich wiederum etwas lernen kann. Und du hast es ja am Anfang auch genannt, dass ich vor allen Dingen auch methodisch mit Aufstellungen arbeite, weil sie einfach sehr gut zu Konfliktlösungen oder zum Erkennen auch von Ursachen von Konflikten geeignet sind. Und ja, und so bin ich im Grunde genommen dazu gekommen und habe so lange mich in Lehre und Schule begeben, bis ich den Eindruck für mich hatte, ich kann das selber jetzt ganz gut. Also ich kann das für mich ganz gut. Und ich habe so viel gelernt, dass ich es auch an andere weitergeben kann. Und dass ich tatsächlich zu einer Expertin geworden bin, das hat damit zu tun, dass ich einige Jahre im Nahen Osten in Israel gelebt habe und während meiner dortigen diplomatischen Entsendung es zweimal Krieg gab zwischen Israel und der im Gazastreifen beheimateten Hamas. Und dieses Miterleben von Krieg, das hat mir wirklich auch die Sinnhaftigkeit von Konflikten nochmal zutiefst, also wirklich verdeutlicht, dass wir Menschen eher eine Tendenz haben, ich habe darüber einen Artikel verfasst, der heißt Sterben ist leichter als Lernen. Und weil ich auf eine erschreckende Weise gesehen habe, dass das wirklich stimmt. Also das Lernen, also die Veränderung, sich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen, dass das deutlich anspruchsvoller offensichtlich für uns ist, als wirklich zu töten und auch getötet zu werden. Ich muss es sagen, es war so brutal. Und das hat mir im Grunde genommen nochmal gezeigt, dass es so wichtig ist, Konflikte als etwas Positives, als entwicklungsfördernd zu betrachten und dass die Kompetenz, sich Konfliktfähigkeit anzueignen, dass das was ganz Wichtiges in unserem Leben ist. Und ich habe gemerkt, dass ich das sehr gut kann. Also, dass das etwas ist, was mir vielleicht auch durch die Grundlagen, die ich dann persönlich gelegt hatte, dass mir das sehr liegt. Und so ist es quasi auch in dem interkulturellen Kontext, in dem ich ja immer wieder war, ist es quasi zu meiner Passion geworden. Würdest du sagen, dass unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Völker auch unterschiedliche Konfliktkultur und Konfliktfähigkeit haben? Würdest du das so sagen? Also ich glaube, ja. An der Oberfläche würde ich da zustimmen. In der Tiefe würde ich sagen, nein. Weil in der Tiefe sind die Muster, wie wir Menschen funktionieren oder nach denen wir handeln, gleich.
Und sicherlich ist die Art und Weise, wie wir dann mit einem Konflikt umgehen oder wie eine Nation in Bezug auf eine andere Nation mit einem Konflikt umgeht, sicherlich sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt beispielsweise den Nahostkonflikt nimmt, der nun auch schon sehr lange währt und wo sehr viel Leid ja auch schon entstanden ist, alle Familien oft schon mehrere Angehörige auch verloren haben, ist die Transformationsarbeit, die da geleistet werden muss, extrem intensiv. Aber das Prinzip, nachdem der Konflikt entsteht und im Prinzip auch der Konflikt gelöst werden kann, ist aus meiner Sicht immer wieder das Gleiche. Und deswegen habe ich es auch, den Kurs auch das scheinbar Unlösbare lösen genannt, weil es ist nur scheinbar unlösbar. Faktisch ist es lösbar. Ich glaube, was nicht unterschiedlich ist, ist die Grundstruktur in uns Menschen, wie wir angelegt sind, also wie, dass wir alle Konfliktmuster haben und dass wir eben zu der einen oder der anderen Seite tendieren und dass es darum geht, quasi in die Mitte zu kommen, also einem Konflikt standzuhalten, also stehen zu bleiben, könnte ich auch sagen, erstmal zu hören, was ist das Bedürfnis des anderen, was braucht der eigentlich, damit er aufhört, einen Konflikt oder Krieg mit mir zu führen. Und darüber in einen Austausch zu kommen. Ich glaube, diese Grundprinzipien sind sehr gleich bei allen Menschen. Und die Kontexte, in denen das stattfindet, die sind eben sehr unterschiedlich und damit auch die Umgangsweise damit. Ob Völker Konflikte lösen können oder wie sie überhaupt damit umgehen. Ne? Oder ob die erstmal verschärft werden oder ob sie stagnieren. Also da würde ich sagen, gibt es schon Unterschiede, nur in den Grundmustern nicht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn ich an der menschlichen Basis arbeite, dass ich damit auch eine Reaktion erziele, also eine positive Reaktion, ob Konflikte gelöst werden oder ob sie eben weitergehen. Und ganz oft, das ist etwas, was ich auch in meinem persönlichen Erleben habe, dass wir Menschen sagen, ach, das kann man doch gar nicht lösen. Das ist schon so vertrackt und das ist sozusagen das Ticket, was wir einer Situation oder einem Konflikt geben und damit im Grunde auch das aufgegeben haben, ne, überhaupt daran zu arbeiten. Aber wenn ich mich darum bemühe, erstmal zu verstehen, was ist eigentlich mit dem anderen los? Und dass der auch eine Not hat und dass der auch ein Leid erfahren hat. Na, dann kann ja überhaupt erst, ich sag mal, energetisch sowas wie Empathie und entstehen, dass Menschen aufeinander zugehen. Ja. Was ist deine Superpower, Heike Kaul? Gib mir eine Qualität. Was ist das? Also das ist natürlich die Konfliktfähigkeit. Warum ist es die Konfliktfähigkeit? Weil man mit ihr Widerstandsfähigkeit wird. Also das moderne Wort Resilienz ist damit angesprochen. Und das ist einfach extrem wichtig, vor allen Dingen natürlich für Menschen, die wie wir sehr viel in unterschiedlichen kulturellen Kontexten unterwegs sind, immer wieder uns neu einstellen müssen auf neue Menschen, auf neue Länder, auf neue Sprachen. Also das Leben und der Beruf ändern sich ja laufend. Und da ist das einfach extrem wichtig und auch hilfreich, mental, emotional, körperlich gesund zu bleiben und widerstandsfähig zu sein. Und ja, da hilft die Konfliktfähigkeit, das eben nicht als was Negatives, sondern als eine Ressource zu betrachten. Und deshalb ist es so wichtig. Und meine eigene Superpower, die ich gerne an alle anderen auch weitergeben möchte. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin unbedingt dabei. Ja, ganz herzlichen Dank, Natalia. Danke, Heike.